Genau, obwohl es ganz viele Stürmer im Kader gibt. Was für ein wunderschöner Samstag hier in Bremen am Weserstadion. Das Abschlusstraining ist gerade vorbei. Das Abschlusstraining des SV Werder Bremen vor dem so schwierigen Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag um 18 Uhr im Borussia Park. Und ich sag's ganz ehrlich, das Training war auch heute so ein bisschen sommerlich. Florian Kohfeldt, der Coach, sagte irgendwann so in der Pause mal auf einmal: Meine Jungs, morgen muss das aber anders werden. Da müssen wir von Anfang an wach sein. So richtig wach waren seine Spieler nicht. Vielleicht noch ein bisschen müde von dem Pokalsieg unter der Woche auf Schalke. Vielleicht auch ein bisschen angetan von diesem echt geilen Wetter hier in Bremen. Und es waren auch, weiß ich nicht, 250, 300 Fans, die werden da gewesen sein. Aber die standen auch alle, klatschten jetzt nicht großartig, sondern genossen einfach diesen schönen Tag. Ja, es war auch alles zum Genießen, vielleicht jetzt nicht ganz so sportlich, aber alle Nachrichten, die es so gab, das fing ja an dem Morgen schon an oder dem Abend davor mit der Nachricht, dass Niklas Füllkrug vielleicht zum SV Werder zurückkommt. Wir haben da mal eine kleine Umfrage bei den Werder-Fans gemacht, die gibt es nachher auch noch in der Deichstube zu finden. Und ja, Niklas Füllkrug, was ist dran? Kommt er zurück? Nach dem Training, bei dem auch Frank Baumann war, bin ich mal zu ihm hingesprintet, ja, mit allem, was ich konnte, und habe ihn auch noch gekriegt. Und er sagt, nein, zu Spekulationen sage ich doch nichts. Ja, gut, da war das Thema auch erledigt. Dann haben wir auch noch mit Florian Kohfeldt sprechen können. Nein, zu Spekulationen sage ich nichts. Na, da haben sich doch wohl zwei abgesprochen. Naja gut, abwarten heißt es bei dem Thema, aber Werder ist dran, da sind unsere Informationen sehr, sehr eindeutig, dass Werder sich da erkundigt hat beim Spieler und auch beim Verein, diesen Spieler auch gerne haben möchte, obwohl es ganz viele Stürmer im Kader gibt. Was ist denn hier los am Deich? Also, obwohl Werder ganz schön viele Stürmer hat, unter anderem auch Yuya Osako, und der war heute nicht beim Abschlusstraining mit dabei, aus privaten Gründen, der ist also nicht verletzt. Er kann morgen am Sonntag im Kader sein, ist aber von anderen Faktoren abhängig. Da warten wir einfach mal ab. Claudio Pizarro wieder fit, hat Florian Kohfeldt gesagt, der ist auch dabei in Gladbach, genauso wie Theodor Gebrselassie und Philipp Bargfrede, die waren ja auch angeschlagen, alle mit dabei. Also die personellen Voraussetzungen für dieses so wichtige Spiel, die sind auf jeden Fall gut. Nochmal einmal ein kurzes Wort zu Theodor Gebrselassie, der hatte heute so ein schwarzes Tapeband an seinem Bein, so ein bisschen Probleme hatte er da immer noch, und ich fand ganz lustig die Erklärung, warum er auf Schalke nicht gespielt hat. Er hatte muskuläre Probleme und damit Stabilisationsprobleme. Und Florian Kohfeldt sagte, der landet ja ganz gerne mal aus 3-4 Metern Höhe. Ja, und dann ist so wenig Stabilität nicht so gut. Das nochmal am Rande erwähnt. Ja, dann war das Training irgendwann vorbei. Alle sind reingegangen, alle waren zufrieden, alle haben noch viele Autogramme geschrieben. Dann geht es gleich mit dem Flieger Richtung Düsseldorf und dann noch eine Übernachtung. Ich glaube, die sind in Düsseldorf, weiß ich nicht so genau. Und dann in Gladbach das große Spiel um Europa. Werder ist auf Platz 6, Gladbach auf Platz 5. Jetzt kann man sagen, Werder muss Platz 6 absichern. Ja, natürlich. Aber vielleicht kann Werder auch Platz 5 angreifen. Weil es sind nur 5 Punkte bis zu den Gladbachern, aber die sind richtig, richtig stark. Und ich bin gespannt auf dieses Spiel. Ihr erfahrt alles in der Deichstube darüber, im Live-Ticker und allem, was dazugehört. Deichstube.de oder unsere App runterladen. Viel Spaß dabei. Wir sind für euch vor Ort.